Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott, und heute machen wir ein Review über dieses schicke Modell hier. Und zwar Hersteller kann ich absolut nichts sagen. Hier unten steht Athletic Speeds, hier oben steht Nummer 111, 152 Teile. Ein 3 in 1 Set, ein Roadster, so wird es hier angekündigt. Ja. Und jedem, den das bekannt vorkommt, der sieht da unten jetzt mal, woher einem das bekannt vorkommt. Und zwar ist das ein Lego-Klon aus dem Jahre 2012. Und zwar Lego hatte das Set blauer Sportwagen mit der Nummer 6913 rausgebracht. Und ja, das ist hier eins zu eins der Klon, würde ich sagen. Und der Hersteller hat auch noch drei andere Modelle, die eigentlich auch alle sehr, sehr bekannt vorkommen. Naja. Der einzige Unterschied ist, hier ist weiß und bei dem da, müsste noch da sein, ist es himmelblau. Okay. So. Beim Kaufen habe ich noch nicht gewusst, dass es halt ein Klon ist, aber ich habe es dann relativ schnell rausgefunden. Und wie gesagt, das Set ist im Februar 2012 rausgekommen. EOL gegangen ist es im Dezember 2013. Auch exakt mit 152 Teilen. Dann gibt es hier eine Anleitung, und zwar ein Faltblatt. Ja, erste Seite, zweite Seite und hier sind alle drei Modelle drauf. Dementsprechend klein, ja, aber immer noch machbar ist die Anleitung. Ich glaube, Sie haben selbst in der Anleitung nicht viel, ja doch, Sie haben wahrscheinlich mal so zwei Punkte von Lego zu einem Punkt von denen zusammengebaut. Aber gut, wie gesagt, es ist ein ganz altes Set. Das ist daraus entstanden. Ob das jetzt schön oder nicht so schön ist, ist es wie gesagt 1 zu 1 das Lego 6913. Ja, der blaue Roadster. Sportwagen und hier heißt es halt Roadster. So sieht das gute Stück aus. Interessant ist für Lego-Verhältnisse, hier sind Türen, die man aufmachen kann. Ja. Und diese Frontscheibe, irgendwie passt die nicht, aber die war bei Lego auch so, weil die ist nur hier oben aufgenoppt und hier steht sie halt in der Luft. Ne? Also da ist nichts. Da sieht man es. Sitze gab es auch damals schon nicht mehr, weil da wurden einfach Noppen gesetzt und man sieht, glaube ich, wenn ich, selbst wenn ich das jetzt ein bisschen höher mache, wird schon schwierig, da eine Minifigur einzusetzen. Aber gut, so. Das Lego-Modell hatte ich nicht und den habe ich jetzt und ich werde auch die anderen beiden Modelle davon bauen. Ich habe den übrigens original nach dem Lego-Bauplan gebaut. Also das ist eindeutig eine Fälschung. 13 cm lang, 6,5 cm breit. Und 4,5 cm hoch. Und vielleicht komme ich ja nochmal in die Verlegenheit, dass ich halt das Original 6913 kriege. Dann werde ich die beiden auch nebeneinander stellen. Wie gesagt, bei dem Lego-Modell ist das hier in Himmelblau statt Weiß. Und ja, das war's. Ansonsten haben sie das, ja, 1 zu 1 umgesetzt. Er rollt gut. Dass die Fliese jetzt abfällt, wundert mich eher, weil die Klemmkraft ist wirklich gut. Hier hinten die Rückleuchten. Damals gab es scheinbar noch nicht einmal zwei Trans. Aber gut. Was man hier bei dem Klon merkt, ist halt ganz einfach. Aber das weiß ich nicht bei Lego. Die sind hier recht locker.
Zum Spielen reicht es. Preisverhältnis, das Lego-Modell hat mal kostet, glaube ich, 9,99 € damals. Und das Set, weiß ich gar nicht, muss mal nachgucken, aber ich glaube 5 oder so. Okay, es ist EOL. Also dementsprechend, man kann es ja aus anderen Steinen nachbauen oder man kann es aus Lego-Steinen bauen. Gut, das war's. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr zu diesem Set sagt, was ihr davon haltet. Die Steinequalität ist so, nicht schlecht, aber auch nicht spitze. Also heutzutage haben die Hersteller, auch die alternativen Hersteller, bessere Steine. Oberflächen sind okay, aber matt. Das war's soweit. Ich bestelle euch einen Limus aus dem Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.